So viele Züge gehen, wer weiß wohin. Ein Zug fährt ab, am Bahnhof drin. So viele Züge gehen, wer weiß wohin. Wir steigen ein, scheint auch der Fahrplan ohne Sinn. So viele Züge gehen, wer weiß wohin. Und mancher sitzt sein Leben lang im Falschen drin. Tja, liebe Leute, verzeiht mir, es musste sein. Aber wer jetzt noch immer zuschaut, nachdem ich gesungen habe, der hat sich verdient, dass er das sieht, was in dieser Sendung kommt. Es geht nämlich tatsächlich um Züge, die von solchen Lokomotiven zum Beispiel gezogen werden. Ich bin nämlich zu Gast im Modellbahnclub 1160. Und die haben sensationelle Gleisanlagen gebaut. Aber lasst euch von ihnen teilweise selber erzählen. Hier sehe ich tolle Modellbahnen und da sehe ich einen der dafür Verantwortlichen. Also ich bin der Christian, ich bin der Obmann von dem Modellbahnclub Otterkring. Und wir existieren seit 1992. Uns gibt es hier, also im 16. Bezirk, seit 1992. So haben wir da in diesen Jugendlokalitäten eingezogen. Das, was früher war, ein öffentliches Töpferbad war. Ah, ja. Cool. Und das haben wir eigentlich da mit viel Aufwand umgebaut. Und die Anlage, die da wir jetzt da präsentieren, ist alles privat. Circa 2000 Meter Gleismeter, was wir haben mit 160 Zuggarnituren. Und wir, alle Züge, die bei uns da fahren, sind alles Privatfahrzeuge. Wie lange habt ihr da zeitmäßig investiert? Ja, das waren sicherlich, wie viele Jahre haben wir da investiert? 5, 6, 7 Jahre haben wir es locker investiert da. Also wir haben da wirklich da Schutt geführt und Ziegelsteine geführt, aber wir nicht mehr wollen haben, Holzbauarbeiten durchgeführt, dass die Anlage hat, so wie sie jetzt existiert, Gleis verlegt, geschottert, dann die Ausgestaltung, ja, und das war halt alles in unserer Freizeit. Diese zwei Lastautos oder Busse da so problemlos aneinander vorbeifahren sehe. Wie geht das? Die haben keine Schienen. Ja, die haben keine Schienen, das ist richtig, aber sie haben so eine Art von Schiene sozusagen, das geht über Magneten. Das heißt, in der Straße ist eine 1 mm tiefe Lut eingelassen und ein 3 mm breites Magnetband und die Fahrzeuge folgen mit einem Lenkmagneten, der mit der Vorderachse verbunden ist. Diesen Draht.
Tiere sind die Musketiere? Nein, natürlich nicht, sondern sind vier mit dem Modelleisenbahn infizierte Personen. Ist euer Traumberuf Lokführer oder Weichensteller oder wie war das? Also ich bin hauptberuflich bei den Wiener Linien tätig als U-Bahn-Fahrer. Hat also was mit Gleisen zu tun? Hat was mit Gleisen zu tun und mich hat eigentlich die Eisenbahn immer schon fasziniert. Verschiedene Loktypen, Waggons und wie das Ganze halt funktioniert. Wir haben halt das Glück da, dass wir eigentlich alle Fahrzeuge, die sich hier auf der Anlage befinden, Privatfahrzeuge sind von uns und jeder halt seine Züge quasi halt zur Verfügung stellt, dass wir die halt für die Besucher zur Schau stellen und für uns halt. Welche Züge hast du hier laufen? Ich habe jetzt zwei Züge auf der Anlage fahren. Das ist ein Fahrverschubzug mit einer Lokomotive der Baureihe 2068 und einen Containerzug mit einer Lokomotive der Baureihe 186 und einer Lok der Baureihe 193 in Tandem. Ein Containerzug. Und jetzt versuche ich deinen Zivilberuf zu erraten. Du bist bei der ÖBB. Dort weil sonst kennt man sich mit den Zugnummern nicht so aus. Ich war früher mal bei der ÖBB, jetzt bin ich Gott sei Dank bei der Wetterans. Bist du zur Modellbahn gekommen? Ja, es war ein Hobby aus Kindertagen sozusagen und das ist es dann im Prinzip auch. Das hat mich interessiert, die Eisenbahn, schon sehr früh und dadurch bin ich dann zur Modellbahn gekommen und später auch zur großen Bahn. Traumberuf war ursprünglich welcher? Ursprünglich war es vermutlich doch irgendwas im Bereich Elektronik, aber dann während der Ausbildung bin ich dann doch zum Traumberuf Lokführer gewechselt und auf den gekommen. Also unser Anlagenthema bei uns ist Deutschland und Österreich und wir haben bei uns im großen Raum der Deutschlandraum mit einem Grenzbahnhof und im kleinen Raum haben wir den Österreichraum, also die Alpenrepublik. Ja, und hier habe ich quasi den Mann am Stellwerk. Kann ich mir das in der Modellbahn ähnlich vorstellen wie beim richtigen Zugverkehr? Also ich habe versucht, das auch im Modell so darzustellen, wie es in der Wirklichkeit funktioniert. Mit Sicherheit, mit Bedienungskomfort und wie eben der Stellwerk agiert, um eine Zuglenkung zu ermöglichen mit Zielbetrieb und die Sicherheitsauflagen, die es in Wirklichkeit auch gibt. Und war irgendwas mit Eisenbahn irgendwann einmal auch der Traumberuf oder ist das der richtige sogar? Ja, ich wollte, also mein Traumberuf war tatsächlich Triebfahrzeugführer zu werden oder Lokführer, wie das früher geheißen hat. Ich habe eine technische Ausbildung gemacht als Elektrotechniker und versuche hier mich eben zu verwirklichen durch Bau von Steuerungen. Also du kannst deinen Traumberuf zumindest in der Freizeit ausleben. Ja. Das ist ja eine tolle Sache. Wie viele aktive Mitglieder bringen sich denn hier in der Modellbahngruppe ein? Also Mitglieder haben wir, glaube ich, jetzt 20 und ich glaube 5, 6 Mitglieder sind wirklich aktiv tätig. Und der eine ist mehr der Handwerker und der Gestalter. Und der andere macht Gleisbau, Oberleitung und wieder andere machen die Steuerungen
eher schon in die digitale Richtung, was hier die Jungen eher natürlich reizt, die wir hier haben. Also wir haben zum Glück kein Nachwuchsproblem. Da haben wir ein paar Spezialisten, die hier sehr gut sich einbringen können und uns allen helfen, dass das Hobby-Modellbahn auch in Zukunft hier quasi Zukunft hat. Ne? Ja, und was es hier noch gibt, sind Straßenbahnen. Und vor allem es sind Wiener Straßenbahnen. Und da bekomme ich jetzt profunde Auskunft von einem, der es weiß. Warum weißt du es denn so gut? Ich bin Mitglied beim Wiener Damenmuseum. Aber ich bin auch schon sehr lang Privatstraßenbahn interessiert. Gut, vielleicht, wenn du das eine oder andere Straßenbahnmodell ein bisschen näher erklärst. Und was der Patrick jetzt hier macht, ist quasi Bodybuilding für Anfänger. Er stemmt eine Straßenbahngarnitur. Welche ist denn das, Patrick? Dann ist die Garnitur nicht so schwer wie in echt. Wenn wir schon bei den vorher erwähnten Wiener Straßenbahnen sind, das ist ein sehr spezielles Modell. Es handelt sich hierbei um den Ulf 3. Dieser wäre ursprünglich gekommen. Warum heißt er nicht Alf? Weil Ulf ist die Abkürzung für Ultra Low Floor. Also Ultra-Niederflur-Straßenbahnfahrzeug, deswegen heißt der Ulf. Also irgendwie kommt mir diese Straßenbahn nicht unbekannt vor. Ja, hierbei handelt sich um die Type Z im Maßstab 187. Diese Straßenbahn kam ursprünglich aus New York nach Wien und ist 1900 bis 1969 sind sie in Betrieb gewesen und hat eine Fahrzeugbreite von 2,50 Meter. Und konnte nur auf damaligen Straßenbahngleisen, wo man für die Dampfstraßenbahn gefahren ist, weil der Gleismittelabstand breiter war. Also war er eigentlich zu Hause im 21. Bezirk in Floridsdorf und ausgelaufen ist diese Type auf der Straßenbahnlinie 11. Und der Patrick hat hier noch ein ganz besonderes Modell für uns. Also dieses Diorama habe ich gebaut. Es repräsentiert einen Auszug des U-Bahn-Betriebsbahnhofs Erdberg. Mitzusehen ist hier die Halle mit dem gesamten Bahnhof, also mit einem Teil vom Bahnhofsvorkopf. Und hier haben wir die verschiedensten U-Bahn-Typen, die in Wien im Einsatz waren bzw. sind. Gehen wir es mal vielleicht von links weg durch. Links haben wir den neuesten Typ, das ist der X-Wagen. Daneben ein Triebkopf, der Triebwagen-Type V. Daneben eine Einheit. Den kenne sogar ich. Ja, der ist auch noch immer im Einsatz. Das ist ein U11 ist das. Und dann zum Schluss ein Triebwagen der Type T für die U6. Und wenn ihr jetzt noch erratet, was hier brennt, dann seid ihr gut. Es ist ein Finanzamt. Wahrscheinlich waren ein paar ausgeraubte Bürger rachsüchtig. Und auch live zu sehen, Polizeikontrolle. Thank you.
Thank you.